Für die heutige Veranstaltung kehren wir noch einmal in das über 1000 Jahre alte, wunderschöne Prag zurück. So, in das schöne Prag mit dem schönen alten BMW. So, da, ja, eigentlich brauche ich gar nicht mehr groß überlegen. Also ich bin jetzt immer der Meinung, es kommen normale Rennen. Hier auch die große Strecke. Ich denke mal über zwei Runden. Prag ist meistens, glaube ich, zwei Runden lang. Oder waren es auch mal drei? Ich glaube immer zwei. So, der eine BMW, der steht immer hinter mir, direkt. Aber der stand eigentlich zwei Plätze hinter mir, glaube ich mal. Ne, der ist direkt hinter mir. Gedacht hier, auf der Seite ist noch einer. So, jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, in den Kurven schön fahren und überholen. Und dann, boah, was macht der Mini Cooper? Bremst hier voll komisch. So, hallo! Hallo, ich will die Kurve fahren und nicht geradeaus, weil da ist eine Wand, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen blöd hier, wenn man da geradeaus fährt. Ja, das ist schon so ein bisschen meine Kurve versaut. Ganz außen so ein bisschen komisch gefahren, ich wollte eigentlich ein bisschen weiter nach innen ziehen. Also wo wir hier das letzte Mal gefahren sind mit dem Aventador, sind wir hier fast abgehoben in der einen Kurve da. Und jetzt hier mit dem da, müssen wir nicht mal richtig bremsen. Einfach eigentlich nur hier durch die Kurve durchrollen lassen. So, die crashen sich wieder. Ist man nicht so... Alter Falter! Oh, ich habe schon ganz nach links gelenkt, ich wollte halt innen durchziehen, aber... Ich habe schon ganz rüber gelenkt. Das war halt ein bisschen blöd. Aber ich finde gerade gefühlsmäßig fahre ich hier relativ schnell mit dem alten Wagen hier. Hier durch. Hab mich schon hier von den hohen Geschwindigkeiten von dem Aventador hier abgewöhnt. Und dann wieder lustig, wenn wir hier zurück zu den Exoten gehen. Alter Falter. Vor allem dann so Autos mit 700 bis 900 PS oder so. Das wird ja dann mal sehr interessant. Fahren die Karren 100 und sind ja schon, oder schalten ja schon im zweiten Gang oder so. Hier der BMW ist schon fast im dritten bei 100. Das wird ja dann noch interessant. Alter, was geht ab? Platz 2 schon? Okay. Einmal alle Pfosten hier weg. So, Platz 2. Wir haben noch eine ganze Runde. Das könnte auch mal hier einmal schön Platz 1 werden. Der bremst hier natürlich. Muss ich natürlich auch bremsen. Aber hier hätten wir nicht bremsen müssen. So, oh, der rutscht schlecht. Alter, hey. Wenn ich halt hier ein bisschen weiter ausweich, von meiner Linie weggehe, ja, dann passiert sowas. Richtig genial. Und dann rutscht er auch noch geil weg. Wenn ich in dieser Linie bleibe, muss ich halt voll wegbremsen. Zieh innen durch. Ja, eben Beschleunigung. Verkackt. Geht halt mal nicht. Dann müssen wir uns wieder hier eine schöne Kurve suchen. So, der fährt die gerade auch relativ gut und schnell. Jetzt habe ich mir schon gedacht, hey, jetzt sind wir mal einmal bei Platz 1 so nah dran. Das wird was, aber irgendwie das ist gerade nix. Also vielleicht hier oben ist ein bisschen. Hier bremst er ein bisschen. Ich gehe nur ein bisschen vom Gas weg. Aber ich hatte mal kaum die Beschleunigung mit den Karren. Hier Berg nach oben, schon bei 140.
Alter, come on. So knapp. So, na endlich. Geht doch. Ich wollte halt probieren, groß nicht zu bremsen, damit ich halt wirklich sicher vorbeikomme. Das ist aber halt das Problem. Da kann ich halt nicht so weit einlenken und dann mache ich halt immer so einen blöden Crash. Aber ich probiere es halt trotzdem immer noch mal, ob das doch geht, ohne zu bremsen oder so. Wow, wow, wow. Ah, da rutsche ich ja gerade ein bisschen nach unten. Ja, guck mal, ich würde mal sagen, ich glaube, die Sache ist eh gebongt. Also, wir haben nur noch einmal kurz eine Gerade auf der Brücke, aber die ist jetzt auch nicht so, dass man da hier so geil überholen kann. Also, dass sie so lange ist, dass ich wegen meiner Beschleunigung schon Angst habe. Im Gegensatz zu den anderen. Und vor allem haben wir hier ein bisschen schon einen Vorsprung. Jo. Das wird wohl ein Sieg auf ganzer Linie. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Da fahre ich immer ein bisschen, eigentlich meistens ein bisschen zu schnell durch. Das Kirche muss ein bisschen was. Aber es geht eigentlich. So, und auf die Zielgerade. Sehr schön. Aber halt, ja, ein paar Schrammen nehmen wir halt mit ins Ziel. Aber meine Güte, was soll's. Dann ist es halt so. Hier ein bisschen am Grill was verdellt. Aber ansonsten ging es, glaub. Gerade an den Seiten und so. Ja, okay, Fahrertüre. So, oh, bald hier auf Fahrerstufe 44. Jetzt mal wieder ein bisschen Cash. Heute kehren wir zurück auf die Road Atlanta im Peach State, Georgia. So, die Road Atlanta. Wohl natürlich kein Spezialevent, weil wir nur Rennen haben. Bis jetzt. Aber ein Rennen auf der Strecke ist eigentlich auch ganz gut. Vor allem die Kurve hier. Oder war das die davor, glaub? Da kann man ein bisschen gut Gas geben und die Computerspieler, die fahren da ein bisschen blöd. Beziehungsweise, ja, Computerspieler? Das stimmt eigentlich auch nicht so ganz. Eigentlich fahren wir ein bisschen auch gegen echte Gegner so ein bisschen. Sagen wir es mal so. So halb, halb. So, drei Runden haben wir. Ah, da hinten ist ein Käfer. Also das Auto, nicht das Insekt. So, oh, der Start war, glaube ich, sogar ein bisschen besser gerade. Wenn man hier nicht mit Vollgas startet. Ich glaube, nur so minimal, aber ja, so ein richtiger Vorteil hat das jetzt auch nicht gebracht. Durchschlängeln. Alter, da ist Mr. Bean! Als Zeichentrickfilm, das ist ja auch mal geil, die Lackierung. Oder das Design. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also natürlich wusste ich schon, dass Mr. Bean so eine Karre fährt, aber mir fällt das ja jetzt auf. Das ist ja mal geil. Ey, das sieht mal richtig geil aus. Vor allem, wer das gemacht hat, so mit dem Kopf und so, das ist, glaube ich, sicherlich voll viel Arbeit, oder? Denke ich jetzt mal. Jetzt, ich glaube, alles von Handarbeit gemacht. Vermute ich jetzt mal, ich weiß nicht. Aber richtig genial. Hier das Design. Alter, jetzt hätte ich wirklich Bock, hier mit dem alten Mini Cooper zu fahren und das Design auszuwählen. Das ist ja mal geil. So, ja. Ich fahre voll hinten rein. Ich denke mir schon so, ja, ich dem jetzt hinten reinfahre, da kriege ich einen Schaden. Und was mache ich auch noch? Natürlich fahre ich dem hinten rein. Hallo, es geht nach rechts. Dankeschön. So, aber hier können wir gerade so ein bisschen schöner an allen vorbeiziehen.
Platz Nummer 7. Vor allem 3 Runden, aber... ja, okay. Die letzten paar Plätze können sich natürlich ein bisschen ziehen. Vor allem Platz 1 hat einen guten Vorsprung. Boah, das war ein bisschen früh gebremst. So, Alter. Guck mal, Alter. Wie der bremst. Übertreib. Alter, übertreib mal mit dem Zurückspulen. Mach ihr voll weit weg. Oder voll weit zurück. So, jetzt habe ich halt ein bisschen zu wenig gebremst. Jetzt wollte ich natürlich ein bisschen zu... na, der Punkt war natürlich ein bisschen blöd. Da müssen wir ein Stückchen weiter zurück. So, in der Kurve haben wir eigentlich rein mal gar nichts gerissen. Na, super. Aber hier voll das dichte Feld. Hier, Alter, was geht hinter mir ab, Mann? Die versammeln sich. Na, super. Da zieht einer vorbei. Ja, hallo. Ja, ich park grad. Klar. Leerlauf drin und so. Eine Kurve. Ziehe ich fast vorbei. So, hier, guck mal hier. Einmal ist schön vorbeigezogen, aber auf der Geraden keine Chance. So, wieder rutscht er ganz leicht, aber eigentlich ganz cool so ein bisschen. So ganz, ganz leicht rutscht. So, einmal hier rüber. Zack, ein bisschen abgekürzt. Und das Hütchen steht noch. Auch noch dran ausgewichen. Fast schon wie so ein Profi. Einmal links vorbei. Eigentlich wollte ich rechts fahren. Hallo. Ja, das ist das Problem. Das bremst uns gerade so aus. War ein bisschen zu stark. Wie der uns mitgenommen hat. So, diesmal ein bisschen besser gemeistert. Weil ich halt schon wusste, dass das so passiert. Konnte es ein bisschen besser ausgleichen. Oh, der Platz 1 ist schon wieder immer noch so weit weg. So, was hat denn der gerade noch gebremst? Hier auf der Geraden. Es hat nicht viel gebracht, der Crash. Nur ein paar Schrammen. Da schon mal nach vorne. Und wieder wegfahrt. So, beim nächsten Mal muss ich, glaube wirklich ein bisschen auf die Beschleunigung achten. Weil, wie gesagt, Kurven kann ich eigentlich schon... ja, ich will es nicht sagen gut fahren, aber ich sag mal im Gegensatz zu den Gegnern schon. Deshalb sollte ich halt vor allem schauen, dass mein Auto in der Beschleunigung relativ gut ist. Weil hier sieht man es halt, wenn ich da ein bisschen... schlecht bin, wird es halt schon ein bisschen schwierig. Wenn ich dann halt auch meine Kurve verkacke, dann wird es halt noch schwieriger. Also ich sag's, bei der nächsten Kategorie ist die Hauptpriorität Geschwindigkeit. Jetzt, nee, ich meine halt Beschleunigung. So, weil hinter mir ist noch relativ viel Luft. Also auch ein bisschen Zeitverlust. So, komm, wir müssen aufholen. Ich will hier schon noch Gold fallen. Ich war ja schon mal an Gold dran. Ja, ein bisschen... Alter, immer der... das war doch der gleiche wie vorher. Und schon wieder an der Stelle. Geh weg von mir. Der will mich nur hier anfassen. Die schwule Sau. Nein. Ja, okay, wir haben aber noch Gold. Solange der hier nicht kommt. Aber oh ne, auf der Geraden holt er mich wieder. Hier nach den 2 Kurven. So, ne, das lasse ich nicht zu. Da müssen sie nämlich schon beide holen. Aber ich mache es denen nicht einfach. Obwohl ich hier gerade ein bisschen blöd fahre. So, komm mal schnell hier rein.
damit wir einen Rückspiegel haben. Nee, nee, nee. Den dränge ich ab, Kollege. Es wird mal nix. Nein, auch nicht von links. Und auch nicht nach rechts jetzt ziehen. Nee, nee, nee. Guck mal, der eine. Wow, wow, wow. Okay. Der fährt hier voll vorbei. So, aber hier schön die innere Position. Er ist hinter uns. Wir können schön nach rechts ziehen. Ist auch hier wieder so eine leichte Umstellung hier mit Cockpit, aber es geht gerade eigentlich. So. Hey, das war ja schon noch was. Vor allem, wir waren in zweiter Runde auf Position 2 und dann sind wir nochmal zurückgeflogen auf 4. Muss nochmal in der dritten Runde hier Position 2 erkämpfen. Oh, auch noch ein bisschen viel zurückgespult. So, weiß ich, kriegen wir gerade einen Levelaufstieg oder? Yes, sehr schön. Hat es doch noch geklappt. Hier schön Cash rein, die Kohle brauchen wir nämlich.